Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben heute eine Mission und die nennt sich Neta. Doch zuvor müssen wir natürlich erstmal die nötigen Vorkehrungen treffen, was unsere Ausrüstung etc. betrifft. Dazu schnappen wir uns hier die Diamanten, eine wenig Kohle. Oh, und wir haben nur 5 Stöcker hier. Nun gut, aber wir könnten uns als erstes mal an die Rüstung machen. Und dazu sollten wir dann doch mal gucken, wie das Ganze denn ging. Ich glaube, das war eine Brustplatte. Da hatten wir eben schon das Rezept für die Schuhe. Okay. So, der schöne Harnisch. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Helm. Der ging so perfekt. Schaffen wir das doch mal, ohne dass ich hier die ganze Zeit rumprobieren muss. Und natürlich noch ein paar Schüchen, die wir dann hier haben. Gut, und wir haben sogar noch relativ viele Diamanten übrig. Das ist echt nicht schlecht. Hier sehen wir das 20 Stück. Und mehr brauchen wir ja nicht aus Diamant. Ich meine, wir haben notfalls noch unsere Diamantspitzhacke. Und unser Diamantschwert müsste sich auch hier irgendwo befinden. Jawohl, in der Essenskiste, da gehört es hin. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Angel benötigen. Also, wer weiß. Und irgendwie sehe ich hier gerade links. Oh, hey, was geht ab? Ach so, zur Info. Ich hatte die letzten Tage ja Misa. Misas HD Texture Pack, pipapo. Ich habe das jetzt wieder auf das Standard-Ding runter. Oder ich habe geswitcht. Weil es gibt auch immer noch kein Janina-Craft und es sind bis dato auch, ich glaube, meine Craft wurde auch noch nicht, also das von Honeyball, auch nicht geupdatet. Und dachte ich mir, nehme ich einfach mal eine Runde Classic, zumal, ja, im Neta war das ja beim letzten Mal auch so ein kleines Problem, dadurch, dass die Sachen so ein bisschen schlecht nachgeladen sind. Aber nun gut, was brauchen wir denn noch? Einen Bogen. So, das braucht jetzt natürlich ein bisschen Zeit, dass wir hier alles vorbereiten. Genau, die beiden Sachen und dann werden wir den mal hier sozusagen reparieren. Zack. Und, was braucht man noch? Ich glaube, mit 9 Pfeilen kommen wir da nicht weit. Und wer hat denn hier sein Diamantschwert weggeworfen? Das ist mir das eine Mal in Minemoor schon passiert. Denn da hatte ich so eine Killing Streak und dann hatte ich so ein Eisenschwert. Und dann habe ich das aus Versehen auf Q weggeworfen und habe mich gewundert. Oh Gott, wo ist mein Eisenschwert? Ja, das war mal wieder ein klassischer Paluten. So, hier haben wir doch noch ein paar Stöcke. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es so sonderlich ausreichen wird. Müssen nochmal gleich gucken, ob wir irgendwo anders noch ein bisschen Holz finden. Hätten wir zumindest nochmal 2 Eichenholzbretter, aber damit kommen wir, glaube ich, nicht sonderlich weit. Nehmen wir aber trotzdem mal. Und wir können das Ganze mal switchen. Und jetzt sind wir wunderbar türkis. So, das sieht doch schön aus. Unser kleiner Pumpkinhead, wenn man das hier nochmal ansieht. Oh, ich wollte auch schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Folgen diesen Skin mal geändert haben, aber er ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Den habe ich, ja, teilweise selbst erstellt. Also ich glaube, dieser Grundskin war schon irgendwie auf einer Seite vorhanden. Aber ich habe ihm das Gesicht zum Beispiel selber gemacht. Seht ihr diese extravaganten Augenbrauen? Traumhaft. So, was haben wir denn? Wir haben hier die Diamantspitzhacke. Oh, und was ich auch... Ich hatte mich ein wenig informiert über den Neta. Und dort gibt es so riesige Geister, die sich, glaube ich, Ghasts nennen. Ich glaube, auf Englisch heißen die irgendwie anders. Aber auf der deutschen Minecraft-Seite stand da irgendwie Ghasts. Und jetzt brauchen wir genau die Pflastersteine, denn dort soll man sich dann irgendwie so eine Schutzbarriere bauen, denn die schießen so mit Feuerbällen. Und das ist bestimmt nicht angenehm, deswegen auch der Bogen und das Ganze gerät jetzt hier gerade so ein bisschen in Stocken. Ich muss mal hier so ein bisschen Tempo machen, damit wir heute noch in den Neta kommen. So, Pfeile, die legen wir einfach mal hier hin. Und eine Eisenspitzhacke wäre vielleicht auch nicht nochmal verkehrt. Ah, dann ich schnapp mir jetzt einfach mal dieses blöde Tropenholz und baue daraus ein paar Stöcker. So, zack. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Jetzt bin ich gerade... Ach so, wir müssen... Ich bin aber auch ein Holzkopf. So kann das natürlich auch nichts werden, wenn man die nicht direkt... So, jetzt haben wir ganz viele davon. Ich meine, Tropenholz, wir wissen, wo die nächsten Tropen sind und dann können wir uns da notfalls wieder ganz viele von holen, aber ansonsten... Das Fichtenholz wollte ich jetzt nicht unbedingt opfern. So, hier haben wir 60 Stück von. Das sollte doch erstmal für die ein oder andere Fackel reichen. Andersrum. Zack, hauen wir einfach mal alles raus. Und wieso haben wir euch denn jetzt fallen gelassen? Und so viel Platz haben wir jetzt hier auch nicht gerade für die ganzen Fackeln. Natürlich jetzt auch ein bisschen nervig. Gehen jetzt erstmal hier hin, schnappen uns nochmal ein paar Karotten. Ja, 52, die sollten reichen. Und ich muss auch das Feuerzeug mitnehmen, denn diese riesigen Geister können auch dieses Neta-Portal löschen und dann muss man das schnell wieder entzünden. Ich hoffe, das wird nicht passieren, aber man weiß ja nie. Wir wollen natürlich da vorsichtig sein und nicht gerade mit unseren tollen Sachen am Anfang draufgehen. So, Pfeile ist alles richtig. Eisenschaufel, ich weiß auch nicht, wozu wir das benötigen, aber können wir trotzdem nochmal mitnehmen.
Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Fehler gemacht. Muss hier nochmal die Stöcke rausholen. Die Eisenbarren. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier so eine Eisenspitzhacke verbrauchen werden. So, jetzt muss ich mich nochmal dran erinnern, wie man so eine Spitzhacke baut. Top. Sehr, sehr souverän von mir. So, da bauen wir uns zwei. Und können den Kram jetzt wegwerfen. Dann werden wir jetzt nochmal schnell eine Runde verzaubern gehen. Und dann müssten wir doch eigentlich durch sein mit den ganzen Vorkehrungen. Ich hoffe einfach mal, dass das der Fall ist. Wir schmeißen hier nochmal einen Stack Fackeln rein. Und so spontan wüsste ich jetzt nicht, was ich noch vergessen habe. Und jetzt hasseln wir hier nach unten. Und wir werden, denke ich mal, so die Brustplatte oder so verzaubern gehen. Oh, das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Dazu sollten wir sie vielleicht mal in unser Inventar legen. Können wir die ganzen Sachen da reinpacken. So, dann nehmen wir doch mal die Brustplatte. Und jetzt würde ich ganz gerne hier sowas auswählen. Ah, hier sieht man das. Schutz, Feuerschutz, Schuss. Oh, ich werde einfach mal Schutz nehmen. Jetzt sehe ich allerdings nicht genau, wie viele Level. Auch doch 4 Level brauchen wir dafür. Nee. Das ist jetzt alles ein bisschen anders, als ich das gewohnt bin. Geht's nicht weiter als Schutz 3? Es ist natürlich jetzt schön, dass wir nicht sehen, wie viele wir letztlich verbrauchen. Aber ich denke, wir nehmen dann einfach mal das Maximum. Oh, Schutz 4 gibt es auch noch. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Aber ich denke, wir werden das einfach mal anwenden. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Welchen Knopf müssen wir hier drücken? Und ich glaube, wir haben jetzt Schutz haben wir aktiviert. Und das hat gar nicht so viele Level gekostet. Und es kann jetzt natürlich sein, dass Feuerschutz, Explosionsschutz und Schutzsicher wesentlich besser sind. Aber ich nehme jetzt trotzdem nur mal Schutz. So, dann müssen wir wieder hier drauf drücken. Atmung, Wasseraffinität. Das sind aber alles schicke Sachen. Wir werden jetzt hier auch nochmal den kompletten Schutz draufhauen. Und dann, na, haben wir noch ein bisschen was für die Schuhe übrig. Schutz. Okay, schaffen wir das noch? Nee. Haben wir jetzt irgendwas darauf geklatscht? Wir können doch, komm schon, Schutz 1. Ja, Schutz 1 ging jetzt noch, scheinbar. Ich glaube, das war aber ein bisschen Verschwendung, da jetzt Schutz 1 drauf zu machen. Aber nun gut, ich denke mal, wir sind jetzt gut ausgerüstet, um in den Nether zu ziehen. Und ich werde mal den Bogen auf 1 und 2, ich denke mal, das sind jetzt die wichtigsten beiden Sachen. Und dann schauen wir uns doch nochmal an. Da ist er, der gute Paluten, kampfbereit. Hululu! So, gehen wir wieder in die Ego-Perspektive. Und dann probieren wir das. Und man sollte irgendwie am Anfang sich so einen kleinen Schutz bauen. Und ich hoffe einfach mal nicht, dass jetzt gleich schon so ein riesiger Geist... Ich meine, das letzte Mal kam ja auch keiner, da waren wir auch kurz hier drin. So, das kennen wir ja schon hier. Oh. So, warte mal, jetzt brauchen wir doch mal kurz unsere Eisenspitzhacke. Dann lege ich das eben auf 3. So, und dann werden wir uns hier so einen kleinen Bunker bauen. Damit wir hier nicht in irgendeiner Weise weggeschossen werden können. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Genau, und den Boden, das soll dann der Boden hier sein. Und es ist schon ziemlich spooky hier. Und ich möchte vor allen Dingen mir den Glowstone, das ist irgendwie so meine erste Amtshandlung, dass ich mir hier Glowstone holen möchte. So, ich denke mal, rein provisorisch werden wir das erstmal... Ist jetzt nicht formschön, auch nicht formvollendet. Aber so wird erstmal unser erstes... Ich meine, das hat so ein bisschen... Nostalgiefaktor. Ich meine, wer kann sich noch an die schöne Studentenbude erinnern? Ah, wir hätten eine Tür mitnehmen können. Aber nun gut. Das soll jetzt hier erstmal reichen. Als Schutzbunker. Und ich glaube, ich muss gleich auch nochmal zurück. Wir haben nämlich gar nicht so viele Pflastersteine. Doch, obwohl. Reicht das noch? Zumindest so reicht das. Ah, jetzt muss ich hier nochmal nach außen. Gibt's ja nicht. Weh, jetzt kommt so eine Attacke. Und da vorne sind, glaube ich, diese anderen Typen, die passiv sind, und die sollte man auf gar keinen Fall versuchen anzugreifen. Denn dann werden sie irgendwie aggressiv und versuchen einen in ziemlich großen Gruppen zu töten. So, einen Pflasterstein haben wir hier noch. Ja, das ist jetzt... Das passt schon. Haben wir nicht auch eine... Nee, eine Truhe haben wir nicht dabei. Aber nun gut, dann werden wir jetzt mal weitergehen. Und um hier erstmal rüberzukommen, benötigen wir hier diese ganzen Blöcke. Die lassen sich auch furchtbar schnell abbauen. Ist echt cool. So, und dann
Gehen wir doch hier einfach mal weiter. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt hier irgendwas von der Seite angreifen kann. Ich sehe auch keinen von diesen riesigen Geistern. Das ist gar nicht so schlecht. So, dann bauen wir uns hier mal so eine kleinen Weg drüber. Oh, wieso hast du dich denn da gerade vorne hin platziert? So, den Weg vielleicht ein bisschen breiter bauen, damit wir hier nicht Gefahr laufen, aus Versehen mal in die Lava zu springen. So, dann machen wir das hier mal alles generell zu. Das war jetzt ein großer Fehler. So, 5 Blöcke haben wir noch. So, der Übergang ist doch jetzt breit genug hier. Nehmen nochmal die ganzen Blöcke hier weg. Dann haben wir nochmal ein paar, die wir gleich zum Bauen. Falls wir irgendwo nicht richtig hochkommen, dann haben wir die hier zumindest. So, und dann versuchen wir hier mal weiterzugehen. Da vorne, das sieht komisch aus. Da oben sieht man diese... Oh, da oben ist auch so eine Gruppe. Das sind echt viele. Okay, wir dürfen die bloß nicht angreifen. Halte dich im Zaum. Ja. Die macht komische Geräusche. So, warte mal, kann ich das hier abbauen? Ja, kann ich. Und das ist dieses Neta-Quarz. Das soll ja angeblich neu sein. Oder ist auf jeden Fall neu. Wow, ganz ruhig. Ich möchte euch wirklich nicht wehtun. So. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, was es gerade ist. Irgendwie ist meine Framerate gerade extrem weit unten. Und dann, ich musste Forge installieren für Enchanting Plus. Und das verträgt sich momentan, glaube ich, noch nicht mit Optifine. Deshalb habe ich momentan kein Optifine drauf. Und da oben ist doch... Das müsste doch da oben der besagte Glowstone sein. Deshalb watschen wir da mal hin. Haben wir denn hier... Ah, hier unten ist noch mal ein bisschen Quarz. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich weiß, was man mit diesem Quarz letztlich anstellen kann. Wahrscheinlich wird das auch wieder irgendwas mit diesem Redstone zu tun haben. Aber wie gesagt, da weiß ich noch nicht ganz genau Bescheid. Aber wichtiger ist es ja auch erstmal... jetzt hier ein bisschen die Welt zu erkunden. Da vorne sehen wir unser kleines Haus. Und ihr grunzt ordentlich, ihr Pigments. Heißt ihr Pigments? Nee. So, warte mal hier rüber. Und hier haben wir doch wieder ein bisschen Quarz. So kriegen wir auch nochmal das ein oder andere Level, welches wir dann nochmal in ein paar Verzauberungen investieren können. Oh, jetzt nicht hier runterfallen. Wir wollen hier ein bisschen weiter nach oben. Was ist denn das hier? Seid ihr einfach Pilze? Das nehmen wir einfach mal mit dem Block hier. Was sind das? Die haben wir doch eingesammelt. Bin ich gerade... Ach da! Doch, ist einfach nur ein stumpfer Pilz. Und dann müssen wir uns hier oben gleich mal ein wenig weiter nach oben graben. Ja, da können wir einfach... setzen hier einfach mal zwei Fackeln sinnloserweise, damit wir wissen, okay, hier haben wir uns mal in den... hier reingegraben. Und dann geht es einfach schnurstracks nach oben. Und da müssen wir ja irgendwo wieder rauskommen. Es geht erstaunlich gut mit dieser Spitzhacke. Hätte vielleicht doch noch mal eine mehr mitnehmen sollen. Doch, wir haben ja ein... Ah, ich habe sogar noch eine mehr dabei. Das ist gut. Notfalls können wir hier... Wir sind ja nicht sonderlich weit weg von unserem Neta-Portal. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, immer weiter nach oben. Gucken, wo wir hier gleich rauskommen. Oh, hier sind wir auch schon oben angekommen. Und wir kommen immer... Wir sind immer näher dran an diesem Glowstone. Oh, und hier ist wieder einer von diesen Kapaiken. Und es gibt ja auch noch Mobs, die sind aggressiv. Aber von... Holy moly, was ist das denn? Oh, ist das eine Festung? Ich bin mir da jetzt ein wenig unsicher. Denn dort gibt es ja diese aggressiven Mobs. Ich werde das mal hier kurz verschließen. Denn ich möchte hier noch nicht auf diese fiesen Mobs treffen. So, da oben befindet sich der Glowstone. Da kommen wir doch jetzt easy peasy dran. Was? Oh, das ist ein Mob-Spawner scheinbar. Gott, was ist das denn hier alles? Oh, holy moly! Ah! Okay. Oh, 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 snap. Oh, snap, wir brennen. Oh, snap, wir brennen. Au, au, au. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Okay, warte mal. Wir nehmen den Bogen in die Hand. Alter Schwede, wie... Jawohl, ein Treffer. Na, der muss doch getroffen haben. Ah, wir brennen schon wieder, aber das ist kein Problem. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Schaden macht ihr denn eigentlich? Also, ja, ich habe mich gerade selber so ein bisschen bewegt. Jawohl, da ist er down. Das ist gut. Und ich denke mal, wir sollten dann hier auch gleich schleunigst diesen Spawner da zerstören. Nicht zerstören, also deaktivieren. Bevor die uns jetzt hier noch verdammt gefährlich... Können wir einfach runterspringen? Ja, rein theoretisch.
Sollten wir das doch können? Was ist hier schon wieder los? Alter, was bist du denn da hinten? Ach, du bist einer von diesen Feuerslimes, glaube ich. So ein... Ist hier... Oh, hier unten ist noch einer. Erwischen wir den gerade? Okay, ich glaube, wir haben ihn erwischt. So, und jetzt... Ah, nein! Ich wollte schon gerade sagen, keine Zeit verlieren. Ja, ja, komm her. Zack. Der war doch drauf, jawohl. So, wir riskieren es jetzt einfach mal. So, schnell was hier draufsetzen. Nein, jetzt seid ihr schon hier vorne. Nehmt das. Ah, nehmt das. Jawohl. Oh, hier sind noch wesentlich mehr. Komm her. Oh. So, warte mal, was ist denn jetzt hier los? Ist meine... Oh, die haben was gedroppt. So. Jetzt müsste das Ganze doch deaktiviert sein. Wieso habe ich das eben denn noch nicht gemacht? So, alles... Holy moly, was bist du denn? Geh weg, geh weg. Okay, ich habe das Ganze, glaube ich, noch auf einfach gestellt. Ich werde das beim nächsten Mal auf normal tun, denn die fallen ja wirklich sehr, sehr schnell um.